gut, damit der Dachgarten ein bisschen größer wird. Jawohl. Den Fertilizer müssen wir noch ein bisschen warten. Da brauchen wir die Mischmaschine bzw. Die Chemiestation. Ja, genau, die Chemiestation. Chemietisch. Habe ich schon geschaut, ist vom Material her geht es eigentlich. Ich glaube, das hätten wir mittlerweile sogar alles. Wirklich? Hm. Ich schaue nur. Und die schauen nur mal, was alles dabei war. Aber es war nicht so schlimm, glaube ich. Chemie. So. Der Chemietisch benötigt. Zweimal Messbecher, da bin ich mir nicht sicher, ob wir den schon haben. Das brennende Fass kann man bauen. Kochtopf dreimal. Kurzes Eisenrohr 15 mal und Holz 40. Also der Messbecher ist eigentlich alles andere. Der Messbecher. Kann man herstellen. Einen Kochtopf könnte man ja im schlimmsten Fall aus der Forge auch. Ich glaube, ich lasse es mit der Forge. Oder braucht man die Werkbank, das weiß ich jetzt nicht. Was ist das da hinten? Ist das ein Zeltlager? Es ist irgendwo mittendrin ist ein Zeltlager von der Armee. Also wenn du dich noch im Ort oder um den Ort. Nein. Ich bin im Wald. Aha. Es kann natürlich sein, dass das das Zeltlager. Na, no, das war da vorne. Ne? So. Oh. Ist aber auch ein Armeezelt. Die Puste. Geht schnell aus. Okay. Eine Munitionskiste. Okay. Schauen wir, ob da in dem Zelt ist auch niemand. Dann und steig bitte nicht auf eine Mine. Dann beginnen wir mal. Ich muss Acht geben, keine Puste mehr, nicht wenn ich davonlaufen muss. So, dann scrappen wir mal die Dose. Das ja, also Dosen oder Eisenrohr oder so, das zerlege ich alles, weil wir brauchen es derzeit nicht mehr wirklich. Naja, Eisenrohre schon. Ja, aber sonst irgendwas, das was in Grau ist und... Da könnte ich noch mehr auffüllen, die Gläser, dann steckt sie das da. Laufen wir noch mal kurz zum Wasser. Okay. Dann wird die gescrapped. Wieder mal auf Ressourcensteine, ein bisschen Erde habe ich ja. Damit hier wieder Kleefeld frei wird. Okay, was ist das? Ein Malerpinsel. Und ein Clayhammer. Oh, Clayhammer, super. Clayhammer, genau. Malerpinsel, weil ich vom Klee rede, ja. Malerpinsel habe ich auch irgendwo reingelegt, während man im Weg war. So, na, da freue ich mich, die Forge zu füttern. So, die zwei Bäume da, oder den Samenbau da jetzt einfach an. Dann kriege ich den auch raus aus meinem Inventar.
Ah, das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe auch noch einen. Oder ich habe einen weggelegt. Haben wir nicht Pilzsamen? Gibt es eigentlich schon Bedarf für die Plastikteile, die man rauskriegt? Mir wäre noch nichts aufgefallen. Muss ich ehrlich zugeben. Okay, ich habe keinen Platz. Okay. Jetzt wird's eng. Ja. Gut. Schmeißen wir mal die Baumwolle da raus. So. Natürlich muss ich noch einmal wo reinschauen, klar. So, und da war. Bitte. Ja, hilft nichts. Bring's nicht mehr runter. Ah, Stoffwitzen noch hoch. Da kann ich was machen draus. Und zwar. Die pflanze ich an, weil das bringt. Macht Sinn. Okay, wo habe ich die jetzt hin? Ah, da. Das auch noch rausschmeißen, der eine Stoffwitzen, glaube ich. Nicht so tragisch. Ach ja, ich wollte die Kohle, da ist ja der Typ drauf gesessen. Ich will. Ja, dich zerlege ich. Jagdgewehrteile in Grau. Ist halt immer die Frage, ne? Zerlegen. Mit der Kohle kann man gut die Forge anheizen. Das da kann ich nur essen. Die Forge muss jetzt glühen, durchgehend. Dann bringen wir die Pfeilspitzen mit. Ich glaube, jetzt bin ich dann voll. Ja, es hat gar keinen Sinn mehr, da noch wo reinschauen. Könnte sowieso nicht mitnehmen. Oder nicht einmal mehr die Federn. Okay. Ist dir kalt? Oder war ja, das meine? Oh mein Gott, das habe ich gerade gehört. Die meinem ist. Achso, wer im Poncho anhabe wahrscheinlich. Kann ich nicht einmal ausziehen. Vom Platz. Musst du laufen. Mach ich gerade. So, ich werde mal die paar Spikes rundherum wieder anbringen. Immerhin, es sind 43 Stück. Ein bisschen Holz behalte ich mir, dass wir unseren Aufbau fertig bekommen. Ne? Ah, da ist er. Puh, schreckt mich. Ich glaube, du. Ein Zombie läuft auf mich zu. Genau. Wild gewordenes Zombie. Wild gewordenes Zombie, so ist es. Kommst du auch rauf oder erinnert? Nein, noch nicht. Okay. Dann mache ich da mal zu und räume wir mal aus. So, Eier hätten wir da wieder. 46 Stück haben wir jetzt mittlerweile. Was tue
Wie Wasser schmeiße ich dann gleich dort rein. Blei kommt da her. Plastik da. Die Teile da. Ach. Eisen da. Da ist ein. Das geht rüber, das Griecher. Geht rüber. Ja, ich das weiß, du hast keine Beinchen. Das tut mir aber leid. Der Klohämmer. Ist nicht. Okay. So, da. Das da. Oh, ich kann die Leiche nicht ausnehmen. Wurscht, ich lasse dabei liegen. So, da können wir Rezepte, Flasche Wasser, zack, kochen. So. Gut, das läuft einmal. Dann nehmen wir den Poncho weg. Wo ist sie? Da ist sie. Die hat Knochen, Stofffetzen. So, jetzt kann ich dir was abnehmen. Was kann ich noch? Nicht. Glasschäden. Okay. Der Pinsel. Da. Kann man das jetzt irgendwie einfärben oder so? Ja, ja. Drink. Gut. Wird mir jetzt wärmer oder? Kühler. Ziehen wir das auch noch an. So. Jetzt geht's rauf. So, bestens. So. Gut, 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 oder nicht gut. So. Weiter geht's. Wie spät ist es? Ja, da kann man noch ein bisschen was farmen. So, dann schauen wir, dass wir dann noch einmal zu dem Lager hinkommen. Welches Lager? Soll ich mitgehen? Ich meine, na, dieses Zeltlager da, was ich gerade gehabt. Ich bin komplett voll. Hat keinen Sinn. Na, das macht keinen Sinn. Okay, bei dir? Das war bei mir. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit südlich, glaube ich, hier drauf. Da drüben sind noch schöne Bäume. So. Ah, da war ein Nest. Ja. Passt. So, wir verarbeiten die gleich. Ich habe 200 Pfeile. Cool. Super. Weg. Bringt eh nix. So, dann schauen wir mal, was uns die Munitionskiste da gibt. Mhm.
Das dauert, die aufmachen. Yep. Oh ja. Ist was Nettes drin? 10-mal Flintenlauf geschossen. Ja, ist okay. No. Whatever. Nimm's. Nimm's nicht. Gut. Ich werde dann gleich mal wieder Spikes machen. So. Spikes. Das war gescheit. 7 ist nicht viel, na das gehört immer. So. So. Steinchen. Ich brauche, was brauche ich noch? Clay. Stein, Clay. Ich glaube, Stoff haben wir dann genug, weil da kriegt man immer jede Menge raus aus den Zeltern. Sixty muss eh Bandagen nachlegen. Bei mir. Na bitte, 205 Stoff. Das ist ein kleines Zelt. Gut. Jetzt hat uns da letztens so ein der Geier so massakriert und segiert. Naja. Jetzt ist da keiner da. Ja, es war, einen haben wir erlegt. Ne? Ja. Ich bin jetzt sogar da in dem Bereich unterwegs, wo der zweite dann entschwunden ist, dazwischen die Bäume, aber okay. Er ist da nirgendwo unterwegs. Ich hätte ihn da noch nirgends gesehen. Hoppla, so. So, dann bauen wir das dann ab. Das Tarnzelt. Clay, achso, da habe ich schon Clay. Zweite Schaufel, so. Ich habe so viel Zeugs im Inventar. Und ja. Bisschen was Erde, okay. Ist was nicht. Ja, das war's. So. Steinaxt zerlegen wir wieder, die nächste. Die zweite Metallschaufel, auch nur grau, die ist dann auch schon wieder. Hast beide verbraucht? Mm. Ja, ist okay. Dafür hast du jede Menge Erde. Ja, Clay und Erde. Okay. Clay. Ja, stimmt, Clay brauchen wir auch. So, gleich ist er und jetzt ist sie. Dafür wieder ein Platz im Inventar. Scrap. Ja, wir werden schauen, dass wir in der Nacht unseren Verschlag fertig kriegen, gell? Ja, was ich halt Holz habe, ich weiß nicht, wie viel sich ausgeht, aber natürlich das, was sich ausgeht, werden wir investieren. Ja. Damit das Holz von oben in der Fläche geht. So, mein chaotisches Hin- und Herlaufen. Ups. Da sind noch schöne, schöne Bäume.
Den nehme ich noch mit und dann geht's retour zur Base. Ja, es ist noch jede Menge zu tun. So, bin der Stoffkaiser der Neue. Wie viel habe ich schon? Mari, Wahnsinn. Ja, da werden wir dann bitte gleich 1000 ein paar Stoff oder so Bandagen machen. Ich wüsste noch nicht, wofür ich die sonst brauche. Ja, Kleidung. Kleidung kann man, die Stoffrüstung kann man machen. Ne? Mhm. Für die Torch? Torch? Braucht man es? Also? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Nein. Das Fett, ne? Das Verarbeitete. Und Holz. Passt hauptsächlich du da. Da ist mir beim letzten Mal nicht einmal aufgefallen, dass man da jetzt andere Sachen braucht. Nicht das wieder mit Kohle. Ja. So, Samen. Ja, bitte. Easier. Gut, werden wir schauen, wie wir kommen. Oh, ich laufe retour. Es ist. Ich komme schon. Ich baue gerade die Pfeile auf. Ich glaube, unsere erste Ernte ist einzufahren. Ja, super. Ja. So. So, den letzten Zeltpfeiler dann noch weg. Ich werde dann ein bisschen Steinchen aufklauen. Bist du weit weg? Nein. Ah, okay. Da wären ja noch jede Menge Baumstämme, aber die müssen wir dann das nächste Mal holen. Das geht jetzt so nicht mehr aus. Na, ich bin aber heute. So. Ich bin schon mal hier oben. Ich setze nur einen Frame rein, gell? Ja. Dass mich hinterrucks nichts überrascht. Und werde da mal kurz weiterbauen. Gut. Ja, bis auf die Baumstämme und die Sandsäcke ist alles abgebaut. Machen wir uns auf den Weg zur Base. Ja, bis die Glatter. War bei mir. Ja. Kann bei mir hoffentlich nicht gewesen sein. So, Wood Frame. Da ist er. Oh, so viele könnte ich. Und 40. Oh, jetzt wird's knapp. Oh, du Kacke. Okay. Scheiße, ich glaube, ich nehme mal die Keule in die Hand. Wo bist du? Ich gebe dir Luftunterstützung. Die Ausdauer geht mir jetzt aus. Oh! Was? Was? Warum? Ah, ich sehe dich. War das ein Dings, ein Kaktus oder was hat mich da jetzt erwischt? Hinter dir ist eine, die läuft. Irgendwas hat mir gerade mächtig gestunt. Keine Ahnung warum. Okay. Ah, sie hat aufgehört zu laufen. Komm nicht rauf. Ah, jetzt. Blöde. What for him? Sie hat aufgehört zu laufen. Du bist da. Super, passt. Jo. Wenn es euch gefallen hat, deine Worte. Daumen hoch, Abo liken, weiterempfehlen. Nein. Ja, schaltet jetzt beim nächsten Mal wieder ein bei 7 Days to Die mit der Tipa und mir, dem Anduin.
Bis dahin. Bis dahin, Happy Gaming und ciao, ciao. Ciao.